Hallo, heute erzähle ich euch die Geschichte, Jesus ist wie ein Arzt für Levi. Jesus steht vor dem Haus von Levi, dem Zöllner. Dem Zöllner, den niemand mochte. Jesus hat dort mit Levi gegessen. Und Levi hat gesagt, Jesus, ich fange neu an mit Gott. Und mit dir und mit den Menschen. Ich werde dir nachfolgen und ich werde Gottes Gebote halten. Jetzt tritt ein Mann auf Jesus zu. Er ist ein Gelehrter. Er kennt sich aus mit der Bibel und mit den Geboten. Jesus, sagt er, das ist nicht richtig, dass du mit so einem Betrüger im Haus bist und isst, mit seinen Freunden, die auch alle Betrüger sind, am Tisch sitzt. Jesus sagt zu dem Gelehrten, der Mann war krank und jetzt ist er wieder gesund. Wie, fragt der Gelehrte, wie meinst du das krank und gesund? Doch bevor Jesus antworten kann, kommt ein junger Mann angelaufen. Er ist ein Schüler des Gelehrten. Er ist noch ganz außer Atem. Denkt euch, sagt er, denkt euch, wen ich eben getroffen habe, den Levi, vor dessen Haus ihr steht. Ja und? Was war? Fragt der Gelehrte seinen Schüler. Stellt euch vor, er hat zu mir gesagt, ich habe dich betrogen. Es tut mir leid. Hier ist dein Geld zurück. Wie kann das sein? Fragt der Schüler. Der Gelehrte sieht Jesus an und sagt, hast du nicht eben etwas von gesund und krank gesagt? Jesus lächelt und schaut den Schüler an und sagt, ja, ich bin so etwas wie ein Arzt. Ich schaue den Menschen ins Herz und ich gebe ihnen Medizin, wenn sie krank sind im Herzen. Ich kann das sehen, wenn jemand im Herzen krank ist. Wie? Fragt der Schüler, du gibst ihm Medizin, Heilkräuter oder sowas? Nein, sagt Jesus, die Medizin kommt direkt von Gott. Ich erzähle ihnen von Gottes neuer Welt. Die hat angefangen. Und jeder darf hineinkommen. Jeder gehört dazu. Jetzt hören Sie Stimmen. Zwei Menschen kommen an. Ach, ruft Jesus, da kommen ja Levi und er geht mit Andreas zusammen. Die scheinen ja schon richtig gute Freunde zu sein. Und schaut mal, wie der Levi lächelt. Der ist richtig froh. Der Gelehrte schaut ganz entgeistert hin und sagt, also, wenn ich das nicht mit eigenen Augen sehen würde, ich würde es nicht glauben. Levi lächelnd mit einem von deinen Freunden, das ist ein Wunder. Gott tut wirklich Wunder in seiner neuen Welt, von der du, Jesus, uns erzählst. Und so wurde Levi ein Freund von Jesus. Und Jesus war wie ein Arzt für ihn und dann wie ein guter Freund.